Klavieren heute zusammen mit Vater. Und wie ihr sehen könnt, habe ich sie heute geschminkt. Richtig schön. Das freut mich voll, dass es ihr gefallen hat. Und ich habe sie einfach Step by Step geschminkt, so wie ihr das gerne sehen möchtet. Ihr sozusagen meine Nuance verpasst heute. Und ich finde, bei diesem Augen-Make-up-Look kommen ihre Augenfarben richtig schön raus. It's popping. Also wirklich, die poppen richtig raus. Und das, ich freue mich so, dass... Ja, gefällt mir richtig gut. Wirklich, ich bin richtig glücklich gerade. Ich habe in der Selfie-Kamera gesehen und dachte so, oh mein Gott, is that me? Das freut mich voll. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr dieser Videos sehen wollt, dann hinterlasst mir einen Daumen hoch und ihr müsst unbedingt auf Vaters Kanal vorbeischauen. Der hat da richtig coole Videos und wir werden sicherlich jetzt auch demnächst mal ein Video auf ihrem Kanal drehen. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen Look an ihr geschminkt habe, dann bleibt einfach dran und viel Spaß. Ich mache heute auf jeden Fall einen Mix aus Voice-Over und O-Tönen. Ich habe, wie ihr sehen könnt, zuallererst Vater eine Gesichtsmassage verpasst. Das fördert nochmal die Durchblutung und entspannt ihr Gesicht in dem Moment auch. Und im Anschluss habe ich die Base geschaffen. Also ich wollte erst mit dem Augen-Make-up anfangen, bevor ich an das Gesicht übergehe. Aber ich trage erst immer Concealer auf, damit, das ist so meine Base fürs Augen-Make-up. Dadurch wird die Haut ebenmäßig und dadurch werden auch diese ganzen Unebenheiten, Farbunterschiede auf dem Augenlid eben ausgeglichen und dann sette ich das erst mit einem Loose Powder und das mache ich eigentlich immer so und das ist sozusagen meine Base fürs Augen-Make-up. Heute arbeite ich mit der Huda Beauty Rose Gold Edition Palette und ich trage jetzt erstmal mit einem Blenderpinsel ein ganz, ganz helles Braun auf. Damit schaffe ich dann erstmal die Übergangsfarbe. Ich benutze gerade, sorry kurz, Maneater und Bossy, die beiden mische ich gerade und trage sie mit so einem ganz feinen Blenderpinsel auf ihre Lidfalte auf und forme sozusagen ihr Auge nochmal und definiere das dadurch. Wie ihr seht, habe ich die Farbe ganz langsam aufgebaut und langsam intensiviert. So bekommt man einfach diesen schönen, intensiven Farbeffekt und ich bin einfach nur ihrer natürlichen Augenform nachgegangen und habe am äußeren Augenwinkel einfach nochmal ein V gebildet. So bekommt sie dann diesen wunderschönen Cat-Eye-Effekt. Eigentlich wollte ich diesen Part schon vorher auftragen, aber habe es irgendwie total vergessen. Ich habe jetzt nochmal leicht Tesa aufgeklebt, damit einfach nochmal diese Kante nochmal schärfer wird und dann habe ich einfach weitergemacht und wie ihr seht, arbeite ich mich langsam voran und die Farbe wird dadurch immer intensiver und man bekommt diesen schönen, ausgesmokten Effekt. Jetzt nehme ich noch einen Color Tattoo. Ein was? Ein Color Tattoo in dem Weiß. Oder zumindest in Beige. So einen kleinen, damit ich alles präzise auftragen kann. Augen zu. Ich habe einfach nochmal diese Base aufgetragen, damit im Anschluss die Farben nochmal viel intensiver rauskommen. Wenn ihr Farben auftragt, dann rate ich euch oder kann ich euch empfehlen, immer eine hellere Base aufzutragen, weil dadurch kommen die Farben viel schöner raus. So, wir sind schon ein paar Schritte weiter, aber ich habe ihr einfach nur die helle Base aufgetragen, dann die Farbe Fling aus Bewegliche Lid aufgetragen und jetzt gehe ich nochmal mit dem Rose Gold, das trage ich nur mit den Fingern auf und trage das so mit, wie nennt man das? Ich tappe Tupfend. Das. Wie? Puffend? Tupfend. Tupfend, genau, stimmt. Tupfe dann dieses Rose Gold hier auf ihr bewegliches Lid und es sieht jetzt gerade zwar noch messy aus, aber... Ihr kennt ja das Spiel mittlerweile schon. Das ist nämlich die Farbe Moondust. So. Die Farbe kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja? Gibt es irgendein anderes Produkt, was Moondust heißt? Sicherlich. Oder so knallige Farben drin. Genau. Das stimmt. Dieses, die, wo die ganzen Glitzern, diese ganzen Glitzerfarben sind. Schön. Markierst du deine Produkte eigentlich auch immer in der Infobox, oder? Ja, also ich schreibe es immer eigentlich alles auf.
Nachdem mir auch nun diese Frage beantwortet worden ist, habe ich jetzt Vater nochmal einen Eyeliner gezogen. Und wie ihr seht, gehe ich nochmal mit dem Pinsel drüber, über den Eyeliner, den ich ziehe. Dadurch wird er nochmal viel schöner, viel smoother und alle Lücken, die zwischen den Wimpern eventuell entstehen können, werden dadurch ausgeglichen. Kurz ein bisschen hier den Skin Defensor, der hat einen Lichtschutzfaktor 50. Oh, das ist ein Primer von Armani. Ja? Sorry, dass ich nicht nochmal die Foundation gezeigt habe, aber ich war so vertieft im Schminken und im Gespräch, dass ich manchmal wirklich vergessen habe, zu zeigen, was ich benutze. Aber deswegen bin ich ja hier. Ich habe die Luminous Silk Foundation in Nummer 5 verwendet an Vata. Ich fand, die Farbe war perfekt für sie. Und Vata braucht auch gar nicht wirklich viel Foundation. Es ging einfach nur darum, ihre Haut ebenmäßiger zu machen, weil sie schon eine wunderschöne Haut hat. Und ja, ich habe einfach nur mit einem Pinsel erstmal alles schön verblendet und dann im Anschluss erstmal mit dem Beauty Blender alles verblendet. Jetzt nehme ich den Concealer Nummer 4, den HD Concealer von NYX. Jetzt nehme ich einen Contour Stick und zwar den von Hoola. Hat eigentlich eine ganz coole Farbe. Die ist jetzt nicht zu dunkel. Konturiere ich hier schön rank machen. Stehen geblieben. Alter, jetzt nehme ich auf. Was war das? Ich weiß nicht, ich glaube, es zieht einfach so extrem. Jetzt nehme ich einen kleineren Pinsel und zwar den hier von Zoeva. So ein kleiner Blenderpinsel und das arbeite ich jetzt in ihre Haut ein. Blende alles schön. Jetzt kurz baken, leicht. Hast du eigentlich eine fettige Haut oder hast du eine normale Haut? Ich habe hier eine Mischhaut. Mischhaut? Die ist so in der T-Zone, ist die immer sehr fettig. Okay. Aber in den Wangen ist die immer so relativ trocken. Okay. Dann gehe ich das mal hier. Los. Musst du hochgucken? Hochgucken? Mhm. Hochgucken! Musst du erstmal in mich gehen und dann hochgucken. Das musst du schon mal in die Lippen. Wir haben jetzt auch gleich einen doofen. Ich trage jetzt gerade, bevor ich es vergesse zu erwähnen, einen Chanel Kajal Steel Review Waterproof in der Farbe 827. Damit ihre Augenfarbe noch mehr bockt. Das ist auch in so einem leichten Rose Gold. Als nächstes nehme ich die Anastasia Beverly Hills Contour Kit Palette und werde jetzt mit dem hellsten Ton ihr Gesicht konturieren.
Ich liebe es, die Brauen zu machen, weil die Brauen einfach so vieles ausmachen bei dem Ausdruck. Und ich ziehe ihre Brauen mit dem Anastasia Beverly Hills Brows und das ist die Farbe Soft Brown. So, jetzt habe ich ihre Augenbrauen nachgezogen. Sie korrigiert mit einem Concealer. Und jetzt werde ich folgende Farbe nehmen. Den Highlighter aus der Charlotte Tilbury. Filmstar Bronze Glow Palette nehmen. Und das unter die Braue auftragen. Der Highlight entsteht. Was ich jetzt noch machen werde, ist ein bisschen... ihr kennt mich, ich liebe das. Das ist der Betty Luminizer Bronzer, der ist so schön. Der verleiht einem einfach so einen leichten Sun-Kissed Tint. Bei mir, so wie Bubble Dummy. Unter meinem Arm. Voll geil. Und jetzt noch ihre Nase werde ich dezent konturieren. Und dazu werde ich den Hoola Light nehmen. Das ist der Hoola, aber die hellere Version, vor allem wenn ihr hellere Hauttypen seid. Nämlich die Farbe Gingerly als Blush. So wirklich nur leicht, weil die Farben schon sehr intensiv sind. Oder zumindest die Farbabgabe bei einem Matte Blush ist schon sehr extrem. Jetzt nehmen wir mal den großen Pinsel. Die Ränder sind schön. Und Lippe. Und Highlighter und Lippe, genau. Highlighter trage ich wieder den. Charlotte Tilbury. Die Wimpern, die ich verwende, sind die Wispies, nicht die Demi-Wispies, sondern die Wispies, die sind etwas länger und die fand ich einfach perfekt für diesen Look. Und für den Lip Liner habe ich meinen Lieblings-Lip Liner, den All-Around-Lip Liner benutzt, und zwar der Strip-Down von MAC. Um ihre Lippen erstmal zu umranden und habe sie leicht damit ausgefüllt. Und im Anschluss bin ich nochmal mit Pink Venus drüber, weil das nochmal so einen leichten Peachy Rose Ton hat. Und um alles nochmal ein bisschen glossiger wirken zu lassen, habe ich einen Lipgloss von Bobbi Brown verwendet. Voll schön! Yes! Oh, das ist toll! Voll geil. Dein Lippenstift ist auch super. Oh, schön. Got it! So, meine Schönen, das war es dann auch schon mit dem Make-up-Look. Ich finde, Fatna sieht so wunderschön aus. Es hat nochmal ihre Schönheit unterstrichen, ihre Augenfarben. Und ihre Augen kommen so schön zum Vorschein. Und ja, lasst mich wissen, was für Looks ich noch so schminken soll und wen ich schminken soll. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. I love you.